So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mic Test. Könnte aber Let's Play. Achso, Nachtrag nochmal zum letzten Video. Solche Spielereien mit Handys und da Mic Test drauf laufen lassen. Ihr solltet sowas nur tun, wenn ihr Handys habt, die ihr sonst nicht mehr braucht. Wie gesagt, bei mir ist das jetzt ein Handy, das ist halt angefallen. Das ist halt sowieso schon Murks. Es ist auch nicht mehr aktiv in Benutzung, deswegen hat sie auch keinen Google-Account. Deswegen habe ich auch AppView drauf, weil mein Diensthandy und als richtiges privates Handy habe ich nochmal richtig, also modernere Handys. Als Diensthandy ein Samsung A51 und als privates Handy ein Xiaomi X3 Poco NFC. Wenn es jemanden interessiert. Ansonsten. Weil, wie gesagt, du hast natürlich, wenn du da wirklich einen Server drauf laufen lassen möchtest, ich weiß nicht, wie gut die SSDs oder die Flash-Speicher hier drin sind. Weil zum einen, wenn so ein MyTest-Server über längere Zeit läuft, dann swappt der halt schon eine Menge. Das, was also von sich aus schon den Storage sehr hart nimmt. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, das Ding lutscht halt auch extrem schnell die Batterie runter. Und belastet halt auch ansonsten den Speicher relativ stark. Deswegen also, sowas nur machen, wenn ihr Handys habt, die ihr sowieso nur rumliegen habt, die für sowas nicht so schade sind. Ja. So, wir wollen jetzt mal weiter gucken. Wie ist denn das? Was haben wir denn? So, Hausrahmensockel vollenden, kann man schon mal rausstreichen. Dann würde ich jetzt tatsächlich erstmal gucken, ob mittlerweile wir das Bild endlich vollenden können. Da fehlt halt bloß noch ein einziger Schritt. Schaufel haben wir dabei, sehr gut. Aber. Ja, immer noch nur einer. Naja, wenden da aber keine drei Stück raus. Na, immerhin zwei. Bringt es aber leider auch nicht so viel weiter. Fehlt immer noch einer. Verdammt. Hatte so sehr gehofft, dass wir das Ding jetzt vervollständigen können. Das Ding ist ja mittlerweile vervollständigt. Alles andere geht auch so weit. Einzige, was noch wirklich groß fehlt, ist da hinten das Zeug. Weil ich weiß gar nicht mehr, was das hier überhaupt ist. Hanf, ne? Ja, genau, waren. Können wir ja mal hier in der Zeit. Aber das Ding ja auch endlich mal vollständig. Wobei, nee, wir haben nur 24. Warum bekommen wir nur so wenig? Das reicht doch gar nicht. Immer noch nicht. Das ist doch bekloppt. Hat das nicht so viel gebracht. Wow. Das hat dich schon hart deprimiert. Alle anderen Felder sind soweit. Ja, das ist natürlich ein bisschen das Blöde bei den Paprika. Dass wenn man die einfach wachsen lässt, die oben halt alle rot sind. Das heißt, wenn man wirklich bunte haben möchte, also grüne und gelbe braucht, dann muss man wirklich aufpassen. Und sobald sie halt die Farbe bekommen, dann halt auch direkt ernten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es für echten Paprikas auch so ist. I don't know. Auf jeden Fall dadurch, dass echte Pflanzen ein bisschen länger zum Wachsen brauchen, hast du bei echten Pflanzen auf jeden Fall mehr Zeit zum Reagieren. So im echten wächst eine Pflanze nicht einfach mal innerhalb von 5 Minuten. Oh, die ganzen guten Erdbeeren. Aua. Ja, alle anderen Felder sind komplett voll. Ah ne, hinten fehlt auch noch was, oder? Ah ne. Sondern so aus, weil ich die Dinger hier nicht gesehen habe. Okay, na. Das heißt, ich brauche wirklich bloß noch ein bisschen was von diesem Minzzeug und eine von diesen Stachelbeeren-Sträuchern. Die absolut nicht wachsen wollen. Ich könnte euch auch ein bisschen Dünger mitbringen. Da könnten wir es auch einfach direkt ein bisschen. Oh, wir haben ja auch noch Stuff mit. Haben wir noch die ganzen Pflanzen dabei? Nö, doch.
Gut, da sollte ich auch die ich auch mal wegpacken. Macht vielleicht Sinn. Bisschen Inventar aufräumen hier. Weg, weg, weg. Das kommt alles noch da. Du auch. Ja. So. Ich würde den tatsächlich schon eher hier mit hinpacken, ne? Weißt du was? Das sind ja... Tja, das sind eigentlich auch alles eher Gewürze. Egal. Du kommst erstmal einfach jetzt dahin. So. Bei dir weiß ich gar nicht, was das ist. Der Salat, den schmeiß ich hier mit hin. Du kommst. Ah ne, den haben wir schon. Aber da schon. So, hier haben wir auch schon bestimmte Sachen. Dich aber noch nicht. Kommst du noch da? Haben wir Beziehung fast doppelt? Nee, ne? Nö. Okay. Ginge haben wir auch noch nicht. Dann kommst du nach da. Hanf haben wir bereits. Aber guck mal, wir haben ja noch Hanfsamen. Wieso haben wir denn hier noch Hanfsamen? Das ist ja auch wieder typisch. Hätten wir die einpflanzen können. Lol. Das fällt ja doch schon vollständig. Gut. Hier haben wir auch nochmal einen Minzsamen. Achso. Ja, eben genau, Minzsamen. Hier haben wir Hanfsamen. Ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Kannst du damit rein? Vanilla kann damit rein. Das Zeug kann damit rein. Salat, glaube ich, einfach. Cool. Meine Kronköpfe. Ich weiß gar nicht, wie das Zeug auf Deutsch heißt. Also, ja. Eggplant im Englischen. Aber ich weiß, dass das in diversen Hentais vorkommt, aber sonst weiß ich nichts darüber. Ich habe sehr interessante Bildungsquellen. Möchte ich mal erwähnen. Schmeiß ich einfach hier mit rein, ne? Oder schmeiß ich da mit rein? Am ehesten wird es ja schon hier hinpassen, ne? So. Oh, hab ich ja noch was. Das haben wir bei hier, ne? Ja, da oben. Okidoki. Der restliche Stuff kommt nicht hier unten rein. Aber auf die Seite. Du zum Beispiel. Knochen haben wir hier unten ja auch noch. War das auf der Seite oder? Ah ne, haben wir noch umgebracht. Gut, Knochen sind oben. Essen bleibt sowieso im Inventar. Was wir hier noch reinmachen könnten, sind diese ganzen Beerensträucher. Wo haben wir die eigentlich gelassen? Ich würde die tatsächlich auch einfach hier mit drin hinklatschen, ne? Eben, die hatten wir ja auch oben in der Kiste gehabt. Oh, ja, stimmt. Deswegen haben wir die umgelassen, weil die hier unten hässlich aussehen. Scheiß jemand dann. Ich glaube, ich schmeiß die Mod bald wieder runter. Irgendwie bringt dies nicht. Ich entwickle immer mehr eine Abneigung gegen diese Mod.
Naja. Was willst du machen? Außer weinen. So, 7 Stück brauchen wir noch. 9 haben wir, das reicht doch locker aus. Tada! Oh! Ah! Tada! Yes, Sir! Und da sind alle Felder perfekt. Fertig. Also, perfekt auch, ja. Aber vor allen Dingen fertig. Nicey dicey. Oh. Ein Zug ist da. Oh nein, halt, ich wollte aussteigen. Wow, gerade so geschafft. Wenn hätten wir erstmal eine Ehrenrunde ziehen, drehen dürfen. Holy shit. Ja, den Versuch drüber zu springen hat er glatt als Einsteigerversuch gewertet. Sehr nett. So, die restlichen Sampler können wieder zurück. Warum wir die jetzt waren? Ach da. Gut. Ich bin wieder in der Tür drinne. So. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Bei unserem anderen Haus. Die ganzen Sachen, die wir dort zum Bauen brauchten, haben wir dort gelassen, ne? Haben wir irgendwo eine Lore? Also, was ist denn die Lore von der Geschichte? No. Ja. Dann gondeln wir mal zu der anderen Base. Seit lange, lange Zeit mal wieder. Die Fahrt dauert zum Glück nur 3 Jahre. Oh Mann, ist diese Strecke lang. Ich weiß gar nicht, hat man da noch einen Punkt gesetzt? Wie war das? Homes, ne? Ja, ich glaube, die 2 ist das für das andere Ding. Ja. Tada! Genau, wir hatten hier nämlich diverse Kisten und die hatten wir auch das, ja, hier hatten wir auch die ganze Sache drin, was wir hier zum Bauen brauchen. Das heißt, wir mussten nichts mitnehmen. Sehr gut. Wobei, wir haben keine Äxte. Wir haben hier gar nichts. Also Werkzeuge haben wir hier kaum. Ja gut. Aber wenigstens Obst und Gemüse. Also gesund leben können wir hier schon mal. Sehr schick. Ah, schöner Torbogen. Na, ich meine, die Anhöhung hier, die können wir ja abtragen. Ist natürlich, dass hier direkt mit dem anfängt. Wobei, hier ist auch so eine Kurve. Das heißt, können wir auch ein bisschen abtragen, damit es nicht ganz so beengter wirkt. An der Stelle. So, hier hatten wir sogar schon Boden eingearbeitet. Genau. Erstmal gucken, wo wir überhaupt waren. Alter. Schon so lange her. Ja, eben schon ein halbes Jahr. Gott, wie die Zeit vergeht. Hey, lass mich drauf. Ich bin Arzt. So, hier hatten wir auch schon Boden eingearbeitet. Ich glaube, wir wollten hier einen Keller einarbeiten, ne? Und ich glaube sogar, wir wollten hier so mit Sichtfenstern arbeiten. Dass man von hier aus rausgucken kann. Genau, da haben wir sogar schon eine Lücke gelassen. Oder bei der Lücke wollten wir erstmal nur gucken, ob es passt oder irgendwie sowas war das. Ich weiß wohl gar nicht mehr. Ja doch, das kann man schon so machen. Wie schon wieder dunkel wird, ey. Nee.
So, das heißt, wir brauchen jetzt. Das hier sind ja die Fußbodenhöhe. Haben wir uns dann schon entschieden, mit was für Material wir den Fußboden machen? Ist auch noch nichts. Wie soll die Sonne da geht? Oh, Baumform hatten wir auch. Sehr cool. Gut, okay, das heißt, wir gehen erstmal mal nach Hause, pennen mal eine Runde und dann holen wir uns einfach Werkzeuge. Ja, dieses ewige Warten, bis die Sonne untergeht, ey. Heilige Scheiße. So, wir brauchen eine Axt für die Bäume. Dann nehmen wir gleich mal zwei. Wir haben auch noch eine alte Steinaxt. Stahlaxt. Lol. So, wir brauchen auf jeden Fall dich. Und. Oh, guck mal, wir haben sogar noch eine angefangene Axt. Oh, wir haben sogar noch unser Schwert. Lol. Ach ja, weil, ja, stimmt, ja, von den Äxten hatten wir zigtausend, weil wir da die Kiste da hatten mit den ganzen. Ja. Was für eine Verschwendung. Das ist schon traurig. Apropos Verschwendung, was wäre eine größere Verschwendung als, Holzwerkzeuge zu reparieren. Boah, vor allem dort ist ewig, trotzdem, obwohl es nur Holz ist. Digga. Wir sollten mal was essen. Ey. Danke. Komm her. So, das, wir haben zwei Äxte. Wir haben nur eine Spitzhacke. Das ist nicht gut. Nee. Der ganze Low-Stuff-Zeug hier könnte man eigentlich echt mal wegwerfen. Das so Billo-Zeug hier. Ich meine, hier macht es Sinn, die Dinge aus Holz zu machen, weil das ist wirklich einfach ein massives Verbrauchsmaterial so. Beim Hammer genauso, weil kommt es auch nicht auf die Geschwindigkeit drauf an, so da ist Holz genauso schnell wie alles andere. Also das geht mit Holz, aber so die anderen Werkzeuge, brauchen wir hier mit den beiden Sachen nichts mehr anfangen. So. Das halt. Abgesehen von traurig, gar nichts. So. Stahlaxt, als ob wir die nochmal jemals verwenden werden. Tja. So, wir haben Werkzeuge. Wir haben geschlafen. Wir haben Nahrung. Ja, so ein bisschen. Es wird dunkel. Aber nicht. Ach nee, wir wollten ja schlafen. Gott sei Dank, weil die Sonne noch nicht untergegangen war. Ein schönes Nickerchen. Gutchen, dann auf in die Safari-Zone. Fällt einfach mal alles runter. Was mache ich hier? Oh! Stimmt, wir hatten ja mal Blumen ausgesät, damit die wachsen können, ne? Well, I guess, Ziel erreicht. Ah, weil die Orange hier, die ist immer noch ein bisschen allein auf der Wetterflur. Oh. Wer besucht? Da hinten aber auch eine Orange, da hinten aber auch ein, also abgesehen von Orange ist wahrscheinlich hier alles gewachsen. Ja, Orange haben wir nur ein paar vereinzelte. Alles andere hat sich hier massiv ausgeweitet. Nice. Ja gut, ich meine, Orange brauchen wir auch jetzt auch nicht so häufig. Die einzige Sache, die wir wirklich viel brauchen, ist Weiß. Dann gelb, blau, grün und rot. Wobei bei gelb weiß ich auch nicht, aber eher gelb. Aber vor allem halt weiß, grün, blau und rot. Und hier diese schwarzen. Ich glaube, da. Ich weiß nicht gar nicht, ob wir die Dinger hier auch brauchen. Nee, eben für schwarz haben wir Kohle. Ja. Also auf jeden Fall ist es schön, dass weiß so extrem sich verbreitet hat. Weil davon werden wir auf jeden Fall am meisten brauchen. So, weiß ist der Shit. Hehe. Feuer ist eingesperrt. Na, 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 na. Ich bin weg. Tschüss. So. Genau. Dann gehen wir mal zu unserem anderen Haus.
Komm, ich würde sagen, einmal können wir die Strecke fahren mit dem Lorenwagen. Einmal alle Jubeljahre muss drin sein. Auch wenn es die restlichen 10 Minuten der Folge braucht. Ich hoffe nicht. Aber ich will es also trinken. Prost. Warum schreibt sie mir immer Direktnachrichten, obwohl man die sowieso auch immer in der Aufnahme sieht? Ich schreibe, frag sie mal. Warum schickst du immer DNs, wenn man sie eh in der Aufnahme sieht? Wenn du fertig bist, schau bitte mal im Forum rein. Hab ne klitzekleines Problemchen auf dem Server und wenn du willst. Du hast es zwar eigentlich schon gesagt, können wir später Voice chatten oder so sein. Stimmt. So. Wir sind gerade mal 1 Minute in. Geht doch schneller, als ich dachte. Da hinten ist schon die Kurve, ne? Ja. Okay, geht doch echt schneller. Schneller als ich. Ah, nee, ach nee, hier ist erstmal nur dieser kölnische. Hoch runter. Dings. Oh, ein Magier. Hallo. Tschüss. Ja, gut, die Kamera ist natürlich sehr geil. Eigentlich hätten wir auch die Anlage wieder einschalten können, ne? Also hier den Abzweig. Ah, wobei, nee. Lohnt sich nicht. Ah, das hier ist geil. Leider ist immer ein bisschen blöd, dass die Map an der Stelle immer erstmal aufbauen muss. Aber trotzdem, vom Prinzip her ist es trotzdem schön. Licht! Die Erde hat uns wieder. Oh nein, wieder Tunnel. Oh. Eigentlich können wir hier das Ding komplett abbauen. Das bisschen Tunnel bringt ja echt gar nichts. Willkommen zum Pipetal. Achso, die sieht man gar nicht. Na gut. Whatever. Da vorne ist das Haus. Und die Fahrt hat gerade mal 3 Minuten gedauert. Geht doch eigentlich. Genau, eben siehst du, die Pipe endet nämlich hier und macht sonst erstmal gar nichts. Da fällt mir ein. Irgendwer hat diese Bahn schon irgendwie sowas von so einer Feldbahn, ne? Irgendwie macht schon Fun. Hat schon was. Ich glaube, werde ich doch öfters mal benutzen. Wir könnten ja, weil ich weiß nicht, was wir hier so groß mit dem Keller vorhaben. Und das Ganze hier ist auch sehr weit abseits vom Spawn. Das heißt, es wäre vielleicht günstiger, wenn wir mit einem Quarry arbeiten, den hier zu bauen. Also natürlich unterirdisch. Ich glaube, das macht fast schon mehr Sinn. Würde ich jetzt so behaupten. Genau, Amboss haben wir hier auch zum Reparieren. Sehr geil. Hier haben wir keinen Brennstoff drin. Aber wir haben, glaube ich, Brennstoff hier. Nö, aber wir haben da ganz viel Brennstoff. Okay. So, die Frage. Boden. Machen wir den. Ich meine, bei dem Gebäude hier würde es sich ja echt schon fast anbieten, den aus Holz zu machen, oder? Das würde hier designtechnisch schon am ehesten zu passen. Aber jetzt nicht einfach so irgendwie so normales Holz, sondern ich hätte schon eher sowas so. Was so richtig aussieht, wie so ein edler Boden. Also hier sowas zum Beispiel hier, ne, mit diesem Hartholz. Was so ein bisschen aussieht wie so bearbeitetes Holz. Ein bisschen, naja, nicht jetzt unbedingt lackiert, aber ja, eigentlich schon. Oder wir können mal gucken, nach irgendwas, was Muster hat. Hier vorne waren ja auch diese Dinger. Natürlich nicht mit dem Weiß, das sieht Katastrophe aus. Wobei man konnte sie ja bemalen, ne? Eben, man kann die Dinger anpassen. Lol. Dann könnte man natürlich schon gucken.
ob man, ne, entweder sowas hier oder sowas hier, so eine einfachen Strukturen, ob man sowas nicht doch machen könnte. Dann natürlich die Frage, welche Farbe sich da am ehesten für eignet. Schwarz, wie die Nacht. Alter, es gibt halt so viele Farben. Das ist halt das verrückt, ey. Oh, so ein Kirschrot ist schon geil. Das ist doch krass. Dark Crimson Dye. Wieso hat er keine Mischformel? Ah. Ich glaube, ich hatte mal. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ich hatte irgendwo mal so ein Sheet, wo man gut gesehen hat, welche Farben man wie mischen konnte. Gibt's sowas? Ich guck mal nochmal, ob es sowas im Netz gibt. Unified Dyes. Mein Test. So, machen wir hier so. So, war ja vor. Genau, hier war die vierte Farbe fürs Allgemein. Gibt's? Ich glaube, das ist noch so. Ach, guck mal, hier haben wir sogar Crimson. Aber es war doch irgendwo mal die Lehre, wo man es gesehen hat, wie das Mischungs. Dings da war. Alter, was mit dem Tier los? Da war es wahrscheinlich hier irgendwo, ach, hier. Hier ist noch was. Genau, hier ist es. Ah, ja, das hier. Das meinte ich. Das Ding ist echt Gold wert. Jetzt weiß ich gar nicht. Könnte ich mir das nicht einfach rauskopieren? Diese Forum-Page ist schon echt Gold wert. Genau, das ist ein klassisches Bild. Das bringt uns aber nicht weiter. Was wir brauchen, ist halt wirklich das hier. Das hier und das hier. Und aus denen und denen kann man dann, glaube ich, sämtliche Farben mischen, die man möchte. Genau, hier. Achso, genau, das heißt, nee, das hier braucht man gar nicht. Man braucht nur das hier für die Grundfarben. Und dann kann man nämlich die Grundfarben, wenn man hier davon halt ein beliebiges Block hat, wir bräuchten halt Crimson, also Rose Dye plus Red. Okay, dann müssen wir uns nochmal gut angucken. Auf jeden Fall, wenn wir das Ding hier haben, können wir das denn hier noch mischen mit den entsprechenden Sachen. Da wir Dark brauchen, brauchen wir denn hiervon einmal plus zweimal Schwarz. Das müssen wir noch hinbekommen. Gut, aber das machen wir jetzt nächste Folge. Ja. Bis dann.